Herausforderung zwischen Österreich und Deutschland. Die Mannschaften haben übrigens im Moment den Rasen betreten. Das Stadion ist ausverkauft hier. Das Praterstadion zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder. 72.000 Zuschauer, darunter 500 Journalisten aus aller Welt. Das mag dafür sprechen, welch großes Interesse dieses Weltmeisterschaftsqualifikationsrückspiel zwischen Österreich und Deutschland hier findet. Das erste Spiel haben ja die Österreicher im April in Hamburg mit 0:2 verloren. Und nachdem nun Rumänien in Albanien gewonnen hat, müssen sie heute Abend die Österreicher ja unter allen Umständen auf Sieg spielen. Die Nationalhymne. Dort anzuschließen, wo ich eben aufgehört habe. Die Emotionen gehen also im Wesentlichen von außen in dieses Stadion hinein. Die Spieler selbst haben immer wieder betont, es war auf beiden Seiten, dass sie war mit besonderem Elan in dieses Treffen hineingehen werden, aber dass sie keineswegs von Revanche, von Nationalismus, von Chauvinismus geprägt sein wollen, dass sie ein gutes Fußballspiel zeigen wollen, möglichst freundschaftlich, möglichst locker, aber wie gesagt, jeder will gewinnen, das ist klar. Den Schiedsrichter sehen Sie dort am Mittelkreis, das ist Alexis Tournet, der Name wird ja auch gerade eingeblendet, seine Linienrichter Van Langenhove und Jourquin, alle drei kommen aus Belgien, Herr Tournet ist ein Handelsdirektor aus Brüssel, er spricht gut Deutsch, sodass ihn also alle Spieler verstehen werden, wenn er auf sie einspricht. Die deutsche Mannschaft hier, Schumacher, Kalt, Stielicke, Karl-Heinz Förster, Briegel, Dremmler, Litbarski in seinem ersten Länderspiel. Er soll am rechten Flügel stürmen. Breitner trägt die 8, Fischer die 9, Magath die 10 und Rummenigge die 11. Jetzt werden wir gleich auch die Österreicher bekommen. Jupp Derwall, mit dem ich vor dem Spiel noch Gelegenheit hatte zu sprechen, sagte, dass er nun doch 7 Spieler leicht plädiert ins Spiel muss. Das heißt aber nicht, dass hier etwa Bundesligaspieler kaputt gemacht werden, dass hier also schwer Verletzte in diese Begegnung gehen. Aber immerhin, Schumacher hat eine leichte Grippe. Aber erst wollen wir uns noch die österreichische Aufstellung anschauen. Concilia im Tor, dann mit der 2, Dihanic, Weber, Mirnek mit der 4, Petzai, den Sie alle kennen aus der Bundesliga von Eintracht Frankfurt, die 5, Hattenberger, Schachner, Prohaska, Krankel, der Mannschaftskapitän. Und dann haben wir noch
Hintermeier und ich glaube Jara. Haben wir noch nicht erwähnt gehabt. Jara mit der 11. Kurt Jara, früher MSV Duisburg, dann Schalke 04. Er spielt heute in der Schweiz bei den Grasshoppers in Zürich. Und die deutsche Mannschaft im Ballbesitz mit Breitner und Manfred Kalt, der seinen Bart abgenommen hat. Ich hatte keine Chance, ihn zu fragen, warum. Vielleicht werden wir das im Laufe der nächsten Tage mal herausfinden. Also, außer Schumacher, der eine Grippe hatte, aber dem es wieder besser geht, der auch wieder isst und trinkt wie in alter Frische, sind noch Karl-Heinz Förster, Stielicke, Briegel, Breitner, Magath und Litbarski leicht angeschlagen. Aber ich sagte es nicht so schwer, als dass sie hier nicht ein brauchbares Fußballspiel abliefern können. Fachleute, sei es noch einmal zur Verdeutlichung gesagt, die deutsche Mannschaft im grünen Trikot, in weißen Hosen von links nach rechts spielen. Die ansonsten rot-weiß-roten Österreicher heute in der Flucht, die sonst die deutsche Nationalmannschaft bevorzugt. Österreicher haben 7 sogenannte Legionäre in ihrer Elf, nämlich Petzai, Mirnek, Prohaska, der in Italien spielt bei Inter Mailand, Jara, wie gesagt in der Schweiz, Hintermeier, Hattenberger und Schachner. Magath, der die 10 trägt. Stielicke als Libero mit der 3. Rückt mit auf. Fischer am linken Flügel. Das sollen sie machen, die beiden. Rummenigge und Fischer rochieren. Mal der, mal jener. Über links kommen. Jupp Derwall hat seinen Spielern eingebläut, gleich von Anfang an zu versuchen, das Spiel in die Hand zu bekommen. Etwa wie am letzten Samstag die Polen beim Spiel in Leipzig gegen die DDR. Die DDR-Mannschaft wartete darauf, dass die Polen sich vielleicht erst einmal in ihrer Abwehr aufhalten würden. Aber da stand es dann nach 5 Minuten schon 2:0 und davon träumt natürlich Jupp Derwall und seine Spieler werden das auch tun. Rummenigge als Mannschaftskapitän. Sein Pendant ist Hans Krankl, der ja im viel zitierten Weltmeisterschaftsspiel 1978 in Cordoba 2 Tore gegen Deutschland schoss und den 3:2-Sieg für Österreich fundamentierte. Seine Form ist ansteigend, wie man hier in Wien hörte. Und die Österreicher versprechen sich von ihm viel. Foul an Rummenigge. Dicht vor dem österreichischen Strafraum. Freistoß wie immer beieinander Rummenigge und Breitner, die beiden Bayern, aber auch Magath, Friedel Konzilia hier im Tor, der Austria-Torhüter, der Torhüter des Tabellenführers und des Meisters des Österreichischen. Er ist der älteste Spieler, 33 Jahre alt, hat aber 58 Länderspiele gemacht, also ein erfahrener Mann. Jetzt also Freistoß. Rummenigge.
nebenbei gesagt, es war heute sehr schön in Wien, Sonnenschein, 15 bis 17 Grad warm, trocken, ein sehr angenehmer Fußballabend, zum Fußballspielen ideal. Die Karten bis zu 100 Mark teuer in den Logen und vor dem Stadion wurden im schwarzen Markt Karten bis zu 300 Mark angeboten. Ich weiß nicht, ob sie in großen Mengen weggegangen sind. Dremmler, noch ein Bayer mit der 4, Karl-Heinz Förster. Stielicke. Ja, da muss er höllisch aufpassen, Uli Stielicke. Er hat es neulich erst in Bochum beim Qualifikationsspiel gegen Finnland unter Beweis gestellt, ist nicht in allerbester Verfassung. Und allzu leichtfertig dürfen die deutschen Abwehrspieler eher an der Spitze hier nicht sein. Dremmler. Kalt. Kalt sehr offensiv. Noch vor Litvarski postiert. Am linken Flügel wieder Fischer. Rummenigge. Gestoppt von Roland Pattenberger, den wir noch aus den Zeiten beim VfB Stuttgart kennen. Mit der 3 Heribert Weber. Ich nenne die österreichischen Spieler immer wieder mal, weil sie den meisten von ihnen möglicherweise nicht so geläufig sind wie die Deutschen. Prohaska, ein exzellenter Techniker. Frankl, der Torjäger. Gleich zweifach rasiert, einmal von Förster. Und dann von Dremmler, Freistoß, keine lange Diskussion. Prohaska und Jara, der Jara mit der 11, schussgewaltig, ein Mann mit sehr platziertem Schuss. Sein Anlauf entsprechend, 12 Meter etwa. Ja, das war schon ziemlich knapp. Wir hören, die Wogen gehen hoch. Zeitlupe. Und das wird Litvarski öfter erleben, dass Mirnek ihm energisch entgegentritt. Pierre Litvarski vom 1. FC Köln, der 21-Jährige bei seiner Premiere, wird da sicher auf Granit beißen, das ist ganz klar. Aber ist ein dribbelstarker, ein technisch versierter Mann und Jupp Derwall will ihn auch das spielen lassen, was er besonders gut kann. Breitner, gute Position. Der Meier mit der 10, der für den 1. FC Nürnberg spielt. Ansonsten, er soll sich ein bisschen intensiver um Breitner kümmern. Mal sehen, ob er das schafft. Jetzt zunächst mal Eckball. Und gleich noch einer hinterher von der anderen Seite. 10 Minuten gespielt. 0:0 zwischen Österreich und Deutschland. Beim Eckball
Prohaska. Magat verfolgt von Hintermeier. Briegel. Dremmler und Karl-Heinz Förster. Litbarski. Nicht mit der 2, 23 Jahre alt, der Jüngste. Er macht sein fünftes Länderspiel und er hat den Vorzug bekommen vor Bernd Kraus, der ja im April in Hamburg spielte, der ehemalige Dortmunder, und der dort ein Eigentor fabriziert. Aber das, so sagt Trainer Karl Stotz, ist nicht der Grund, warum er heute nicht spielt. Er will zunächst einmal Dihan nicht dort am rechten Verteidigerposten wirken lassen. Vielleicht kommt Kraus dann später. Das ist Hintermeier zusammen mit Mirnek, der für den AC Como spielt, also in Italien. Breitner, links bietet sich Stielicke an, ja. Rummenigge, attackiert von Heribert Weber, der für Rapid Wien spielt. Stielicke. Das hat Kalt nicht ahnen können, dass der Ball an Mirnek vorbeirutschen würde. Sonst wäre die Chance da gewesen. Karl-Heinz Förster geht nicht weg von Hans Frankl. Das ist auch gut so, aus deutscher Sicht. Jara, bekannt für seine wunderschönen langen Pässe, aber da hat jemand drüben nicht reagiert. Die Mitspieler blieben stehen. Zieht sich sehr weit zurück in die eigene Hälfte. Wahrscheinlich möchte er Förster mitlocken, um den Raum zu öffnen für seine Mitspieler Schaffner etwa, der als Spitze eingesetzt ist. Und am rechten Flügel wird auch immer wieder mitgehen Hintermeier. Magath. Hattenberger dazwischen. Breitner. Und Petzai, der da alles wegräumt. Gottilia. Gut aufgepasst hat Kalt. Litbarski weit zurück. Breitner übernimmt. Rummenigge. Kalt. Wieder Breitner. Dort ist Förster. Stielicke hat häufiger die Chance zur Offensive als etwa gegen Finnland. Petzai, gutes Auge, schöner langer Pass auf Schachner. Und Briegel ist bei ihm. Und Tor, das ist Tor. Jawohl, Schiedsrichter Poney läuft zur Mittellinie. Das war Schachner. Von Briegel nicht energisch genug attackiert.
Walter Schachner schießt in der 16. Minute das 1:0 für Österreich. Sein 10. Tor im 25. Länderspiel zwischen diesen beiden. Hier sehen wir es nochmal in Zeitlupe. Schachner ein pfeilschneller Mann, das wusste man. Briegel kommt ein bisschen zu spät. Lässt sich hier noch einmal düpieren. Schumacher ist draußen. Aber unter ihm hindurch hoppelt der Ball ins Tor. 1:0, sicherlich eine Überraschung. Wunderschöner Pass von Petzai. Und jetzt sind die Deutschen aber gewarnt. Schachner, der läuft die 100 Meter sicherlich nur knapp über 11. Barski, 1:1, ja, ist das denn zu glauben, eine Minute später, wunderschön aus der Luft hat der Litbarski den abgeprallten Kopfball, Rummenigge sprang da hoch, genommen und hat ihn flach und vehement ins Netz gehauen, das sehen wir sicher nochmal, herrliches Tor, Mann, das freut mich für den Jungen, erstes Länderspiel, das gibt Selbstvertrauen, er ist ohnehin schon ein Kessler Berliner, das wird ihm helfen, zack. Torhüter Konstilja noch etwas irritiert durch einen Vordermann. 1:1, Schlag auf Schlag. Herrlich, das ist was für die Zuschauer. Und für Sie daheim nehme ich an. Und für mich natürlich auch. Vielleicht trinkt Pierre Littbarski heute sein erstes Bier. Er hat ja am Samstag im Sportstudio bei Karsenne erzählt, dass er keinen Alkohol mag. Er trinkt manchmal den Schaum runter, wenn die Kollegen neben ihm sitzen und einen Pilz stemmen. Aber vielleicht gönnt er sich heute ein. Prohaska. Länderspiele also mittlerweile zwischen diesen beiden und von den bisher 24 hat Deutschland 13 gewonnen und die Österreicher 7. Man darf also gespannt sein, ob sich die Bilanz auf diese Weise verändert. Ungeheuren Antritt, ein stämmiger Mann. Und am linken Flügel Jara. Oh, da war einer mit der Hand am Ball. Das sah aus wie Handspiel. Aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Das war Briegel, der die Hand hob. Immer noch die Österreicher. Herrliche Idee von Prohaska. Wunderbar. Hier den Ball schlänzte in den 16 Meter Raum. Und der Gegenzug. Dremmler geht mit. Rummenigge ist vorn. Drüben links ist Fischer. Ja, Rummenigge, immer noch. Breitner und Spiel unterbrochen. Schiedsrichter Poney ermahnt, das war Hintermeier, jawohl. Aber die Deutschen waren im Vorteil, er hätte das Spiel ruhig gehen lassen können. Freistoß kalt. Das muss Magath gewesen sein. Ja, die beiden Hamburger haben es verstanden, aus diesem Freistoß was zu machen. Wunderbarer, weicher Heber von Kalt und mit dem Kopf dazwischen Felix Magath. Das sind jetzt 20 Minuten. 2:1 für Deutschland. Da sage einer was. Wiederholung. Keine Chance für Friedel Konstilja. Sauber getroffen mit der Stirn, den Ball hat Magath und ihn richtig vehement ins Netz gestoßen. 3 Tore innerhalb von 4 Minuten.
keine Mannschaft musste Deutschland so oft um Weltmeisterschaftspunkte einschließlich der Qualifikationen kämpfen wie gegen Österreich. Es ist heute schon das siebte Spiel und bislang gewannen die Deutschen alle bis auf das Vermaledeite in Cordoba, dass da die Österreicher mit 3:2 für sich entschieden. Oh, wie ist das schön, singen die Zuschauer, dem kann man sich anschließen. Eberhard Finkemeyer sitzt neben mir und grinst. Er kommt gar nicht mehr mit hier mit dem Schreiben. Promenicke. Macht er allein. Jetzt doch Verwirrung in der österreichischen Deckung. Kann man pfeifen, jawohl. Ziemlich rüde ist Karl-Heinz Förster gegen Hans Frankl eingestiegen. Petzai. Findet ihn in Schachner. Schauen Sie, welchen Antritt der Mann hat. Mann, da muss Riegel aber höllisch aufpassen. Kein Pfiff, geht weiter drüben. Diesen Schachner muss man ganz eng decken. Dem darf man nicht viel Raum lassen. Alles läuft über Prohaska. Er dirigiert das Spiel, er inszeniert. Ein technisch brillanter Mann. Barski. Schön für Kalt gespielt, aber er hat ihn noch umgekriegt, tatsächlich vor der Linie. Das finde ich prima, dass sie den kleinen Kölner so mit ins Spiel ziehen. Es gab ja Befürchtungen, als würden sich beispielsweise Rummenigge und Barski wegen der Spielertypenähnlichkeit da so ein bisschen im Wege sein, aber ganz und Kalt, der immer wieder über den rechten Flügel kommt, bringt ihn ganz elegant ins Spiel. Breitner. Die Österreicher versuchen es, das sehen sie immer stärker über den rechten Flügel. Das gelingt ihnen meistens auch, aber in der eigenen Spielfeldhälfte, da passt einiges nicht zusammen beim Abspiel. Das Spiel ist schnell. Abspielfehler häufen sich natürlich dann immer, wenn schnell gespielt wird. Jetzt ganz drüben an der linken Ecke, weil ich weiß, was er macht. Ja, ein frecher Kerl, aber herrlich ist zuzuschauen. Die Österreicher mit Mirnek, Jara, ist mit vorn. Man weiß um seine Kopfballstärke. Mit der 10 wieder Hintermeier.
fällt auf, dass die deutsche Mannschaft beim Angriff komplett über die Mittellinie rückt. Man versucht also die Österreicher vor dem Strafraum schon festzunageln. Breitner und Foul. Da muss man pfeifen. Klarer Fall. Da gibt es auch nichts zu meckern. Hattenberger war das gegen Breitner. Da sind noch Lücken in der Mauer. Concilia sieht es am allerbesten. Und wieder Rummenigge, Breitner und diesmal Littbarski dabei. Eckball. Littbarski war der Schütze. Erste Ecke für Deutschland. Und Eberhard Fiegermeier sagt gerade, lieber weniger Ecken, dafür mehr Tore für Deutschland. Damit bin ich einverstanden. Drei sind dort zusammengeprallt. Einer bleibt leider liegen, das ist Heribert Weber von Rapid Wien. Er ging leicht verletzt in dieses Spiel mit einer Leistenzerrung und hoffentlich holt er sich jetzt nicht noch neue Schäden. Steht wieder, aber er hinkt noch und ist offenbar verwundet dort am rechten Knie. Verschnaufpause nach etwa einer halben Stunde. Nicht ganz, aber fast für alle. Hohes Tempo. 2:1 für Deutschland. Bislang ein ansehnliches, gutes Spiel. Hier sehen wir Roland Hattenberger, den blonden Mann mit der 6, der auf Concilia einredet. Er hat lange Jahre den VfB Stuttgart verstärkt und spielt jetzt für Wacker Innsbruck. Wiederholung der Szene, die zu dieser Verletzung geführt hat. Eigentlich kein Foulspiel zu erkennen, aber Schiedsrichter Poney stand günstiger. Und hat da wohl doch eine Regelwidrigkeit gesehen. Gleich viel, es geht weiter. Weber ist wieder dabei. Beim Freistoß. Littbarski am eigenen 16-Meter-Raum. Na, der Ball war schon fast im Aus. Er hat versucht, ihn herumzuziehen, aber nicht richtig getroffen. Was soll's. Thank you.
Mirneck sucht verzweifelt nach einem freistehenden Mitspieler. Petzai. Und da hat der Linienrichter eine Abseitsstellung erkannt. Oder aber Foulspiel. Offenbar Foulspiel. Hier sehen wir den österreichischen Teamchef Karl Stott, den Mann mit dem Hut. Und die Ersatzspieler, Feurer, der Torhüter, dann Obermeier, Kraus, Gasselich und Hagmeier. Freistoß nach einer Regelwidrigkeit, die Schiedsrichter Ponet erkannt hat. Und Hintermeier lauern auf eine Chance. Prohaska ist mit der Distanz zur Mauer nicht ganz einverstanden. Und Jara. Knapp nur drüber. Frei stand da Jara. Das hätte ins Auge gehen können. Magath. Das waren zu viele. Vier Österreicher gegen ihn. Und wieder Prohaska treibt den Ball. Es sieht hier oft so aus, als sei er ein langsamer Spieler. Aber in dieser Szene konnte man ganz deutlich sehen, dass er das keineswegs ist. Remmler weiß nicht so recht, was er gemacht haben soll. Aber es gibt Freistoß gegen ihn. Prohaska und Dihanic. Und wieder ist Hintermeier da. Links lauert erneut Jara und ganz links Hattenberger. Hier ist er am Ball. Fast wäre es gewesen. Fischer. Keiner vorn. Alles in der deutschen Hälfte. Und wieder Schachner. Jara, links Mirneck. Ja, sowohl gesperrt als auch den Ball mit der Hand mitgenommen hat Litbarski. Keine Frage, gibt auch keine Proteste. Die deutsche Ersatzspielerbank mit Jupp Derwall ganz links. Dann haben wir Eike Immel, den Torhüter von Borussia Dortmund, Bernd Förster. Und dann sitzen noch auf der Bank Hannes, Matthäus und Klaus Allof. Ecke. Hier haben sie nochmal Berti Vogt neben Jupp Derwall. Vogt, der ja mit seiner Mannschaft unter 21 gestern hier in Österreich 1:0 gewann, was ihm weiterhilft für die Europameisterschaft. Gefährlicher Eckball, keiner dran, Abstoß. Minuten bis zur Pause, immer noch 2:1 für Deutschland. Die deutsche Mannschaft versteht es immer wieder, ganz geschickt, komplett aufzurücken. Gefahr ist allerdings, dass es sich dann vor dem österreichischen Strafraum ballt, dass dann nicht sehr viel Platz bleibt für Hochpässe. Noch ist aber alles unter Kontrolle hier. Litbarski wieder ganz links draußen. Fischer. Und gerade noch gestoppt. Ecke. Hier draußen sind Magath und Rummenigge.
Mielicke. Breitner und Rummenigge. Abseits. Remmler und Kalt. Magath, ein Hamburger. Links läuft Sikbarski, der hinüber wechselt immer wieder. Dazwischen ist Hintermeier. Links läuft Jara und da ist wieder Schachner, mit dem Briegel seine Liebe Not hat. Foul von Krankel an Briegel. Das tut ihm weh, dem Lauterer, man sieht es. Steht er am Mittelpunkt und versucht sich zu erholen, den Schmerz zu überwinden. Das tat weh. Es war ein kurzer, kleiner, kurzer Schlag und schießt nicht. Der Poney geht jetzt noch einmal zu Krankel und sagt, Junge, also lassen Sie das bitte. Das sah nicht sehr freundlich aus, was Sie da gemacht haben. Briegel kämpft immer noch um Luft. Briegel kann wieder, das allein, Hintermeier, eine der herausragenden Gestalten im österreichischen Mittelfeld. Die Nürnberger wissen, was sie an ihm haben. Stielicke, erheblich besser als beim Länderspiel gegen Finnland vor ein paar Wochen in Bochum. Magath, auch er mit deutlicher Steigerung, nicht nur wegen seines Tores. Vor allen Dingen lässt sich Magath jetzt nicht in eine Rolle drängen, die er nicht beherrscht, nämlich die als Verteidiger dort zu wirken und schnelle Gegenstürmer decken zu müssen, das kann er nicht so gut. Mit allen Mitteln, auch mit den Händen gegen Kalt. Und jetzt wieder Schachter. Wie eine Rakete geht ab. Und hier links läuft Mirnek in Stellung. Aber der Ball kommt hinter ihm. Jara. Jara feiert heute Geburtstag. Er wird 31, macht ein gutes Spiel. Jetzt hat er das Bein zu hoch gehoben und Remmler sagt ihm, Mensch, lass das doch, du weißt doch, wie gefährlich das ist. Zeigt ihm seinen aufgerissenen Schuh. 5 Minuten noch bis zur Halbzeit, immer noch 2:1. Freistoß für Deutschland. Weder ist Hattenberger Breitner in die Beine gefahren. Ich glaube, der Schiedsrichter müsste hier, ja, Breitner beschwert sich auch, der Schiedsrichter
Herr Poney müsste jetzt vielleicht doch mal ein paar passende Worte sprechen, denn allmählich nehmen diese kleinen Nickeligkeiten überhand. Frankl. Tiedeke in lauer Stellung. Dremmler müsste Schumacher suchen. Tut er auch. Briegel kriegt es heute von allen Seiten. Jetzt hat ihm Schumacher bei der Faustabwehr eins auf den Kopf gegeben. Natürlich nicht mit Absicht. Petzai. Er wollte Litbarski durch die Beine spielen, aber der kleine, pfiffige Köln hat aufgepasst. Er ist sonst der Mann, der Beinschüsse, sogenannte Beinschüsse liebt. Schön, wunderbar gemacht von Attenberger da drüben am rechten Flügel. Und jetzt Litbarski nimmt Rummenigge mit, kalt deutschen Heimwert. Das muss nicht sein. Dremmler. Ja. Und jetzt wird zu lange getändelt. Das ganze Spiel nach links verlagert. Dort ist Fischer auch eher zurück. Ganz zurück. Jetzt geht er ganz nach Hause zu Schumacher. Das provoziert natürlich die Pfiffe. Der 72.000 hier. Ich weiß nicht, ob die deutsche Mannschaft jetzt mit aller Gewalt das 2:1 in die Pause mitnehmen will, aber das ist oft ins Auge gegangen. Gerade das kann die deutsche Mannschaft nämlich nicht auf Halten spielen, wie man so sagt. Dremmler. Kein Foul, geht weiter. Hintermeier. Rohatka. Am rechten Flügel Dihanić, der Verteidiger. Minuten, die ersten sind vorüber. Aber Schiedsrichter Poney macht noch keine Anstalten abzupfeifen. Also, Halbzeit im Wiener Praterstadion. Zwischen Österreich und Deutschland steht 2:1 für die deutsche Mannschaft durch Tore von Schachner für die Österreicher in der 16. Durch Litbarski in der 17. zum Ausgleich 1:1 und durch Magath 2:1 in der 20. Minute.
Die Mannschaften gehen in die Kabinen. Ich glaube, wir haben bislang ein ansprechendes Spiel gesehen. Wir sehen und hören uns wieder in knapp einer Viertelstunde. Ich gebe jetzt ab nach Hause in die Heute-Redaktion. Bis später. Im Praterstadion. Die deutsche Mannschaft hat soeben das Spielfeld betreten unter Pfiffen, was ich nicht verstehe. Sie führt zwar 2:1 und das könnte die 70.000 einige Österreicher natürlich ein bisschen missmutig stimmen, das ist klar, aber wie sie da vor der Halbzeit halten gespielt hat und eigentlich Torwart Schumacher mehr gesucht hat als den gegnerischen Torhüter. Das kann also nicht so trostlos gewesen sein, dass die Leute nun hier auf den Fingern pfeifen müssen. Für diejenigen unter Ihnen daheim, verehrte Fußballfreunde, es steht 2:1 für die deutsche Mannschaft. Die Österreicher gingen in Führung durch Schachner in der 16. Minute, dann glich Littbarski eine Minute später aus und Magat erhöhte weitere 3 Minuten später auf 2:1, also 3 Tore innerhalb von 4 Minuten. Das hat es auch selten gegeben bei 2 so klasse Mannschaften. Und alles in allem muss man sagen, die deutsche Mannschaft hat etwas mehr vom Spiel. Die Österreicher verstehen es nicht, vor allen Dingen in der Abwehr nicht, die Kreise etwa von Rummenigge oder Littbarski so zu stören, wie das sein muss, um die gefährlichen Jungs da aus Bayern, von Bayern München und vom 1. FC Köln in Schach zu halten. Ihren allerbesten Mann haben die Österreicher zweifellos in Walter Schachner, der die Nummer 7 trägt, der auch das erste Tor schoss, sein 10. Länderspieltor. Er spielt jetzt für den AC Cesena, das nur noch mal, um die Sache abzurunden. Er spielt gegen Briegel und Hans-Peter Briegel vom 1. FC Kaiserslautern hat buchstäblich alle Hände voll zu tun, um diesen Mann in den Griff zu kriegen. Ich habe mich eben noch mal erkundigt, weil ich sah, wie teuflisch schnell er ist. Er läuft also die 100 Meter in 10,8 Sekunden. Und da muss man schon einen dabei haben, der da mithalten kann. Briegel ist es zweifellos. Auch er ja mal Leichtathlet und ein antrittsschneller Mann. Ein kräftiger, stämmiger Bursche. Aber Schachner, ein wieselflinker Rechtsaußen, der immer im Auge behalten sein will. Beide Mannschaften unverändert. Mit der Neuen, das sehen wir hier, Hans Krankl, der Torjäger der Österreicher, neben ihm Kurt Jara. Krankl hat noch keinen Stich bekommen bei Karl-Heinz Förster. Bis auf Schachner und vielleicht Prohaska, der mir noch sehr gut gefallen hat, der das Spiel aus dem Mittelfeld antreibt, bleiben die Österreicher etwas blass, obwohl sie sich erheblich gesteigert haben, wie hier alle sagen, gegenüber dem Spiel, Länderspiel gegen Spanien vor 3 Wochen. Da haben sie sich ja bis auf die Knochen blamiert und ihr Verbandspräsident Sekanina hat davon gesprochen, dass es eine Schande sei, einer solchen Ländermannschaft das Vertrauen für Spanien geben zu müssen. Aber wie gesagt, heute haben sie sich erheblich gesteigert, spielen nicht schlecht. Die deutsche Mannschaft noch keineswegs hier mit dem 2:1 zu Hause. Littbarski überzeugend, eigentlich alle Stielicke erheblich gesteigert. Magath, unabhängig von seinem wunderschönen Kopfballtor, das er geschossen hat, trotz der langen Kerls dort in der Abwehr, trotz Petzai und trotz Weber und Dihanic, wie sie alle heißen. Das ist wieder Schachner. Und jetzt ist Briegel, nee, das war diesmal Stielicke, mit Vehemenz dazwischen gerutscht. Sie werden ihn jetzt wohl noch härter nehmen wollen. Und da stand Schachner vielleicht 8 Meter vor Toni Schumacher, bekam den Ball aber nicht unter Kontrolle. Stürmischer Auftakt zu dieser zweiten Halbzeit durch die österreichische Mannschaft. 3 Mann bei Rummenigge, das ist auch nötig. Diesen Bayern kann man nicht Mann decken. Petzai versucht das verzweifelt. Petzai muss überhaupt heute eine Rolle spielen, die ihm gar nicht so liegt. Er ist ja doch gewohnt, in Frankfurt bei der Eintracht auch mal ganz energisch mit nach vorn zu gehen. Er kann hinten doch besser schalten und walten, als er das heute hier darf.
gute Schussposition. Er passt aber. Er passt und Schiedsrichter Ponet gibt Freistoß. Schiedsrichter Ponet gibt Freistoß im 16-Meter-Raum indirekt, wie er anzeigt, durch den erhobenen Arm. Und das ist gefährlich, wenn es ein Freistoß für die Österreicher wäre. Aber es ist umgekehrt. Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht ist dort ein österreichischer Spieler mit der Hand auf den Ball gefallen. Aber dann müsste es nicht unbedingt indirekten Freistoß geben. Also wie auch immer, jedenfalls kein Freistoß für die Österreicher. Es geht weiter mit den Deutschen, die im grünen Trikot spielen. Ich sage das nur noch mal für die, die sich jetzt eingeschaltet haben. Aus der Sendezentrale erfahren, dass ein seltsames Ticken auf ihren Bildschirmen zu hören ist, dann und wann. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir hier keinen Wecker aufgestellt haben, damit wir wach bleiben. Das muss irgendwie technische Probleme haben, die wir nicht lösen können, zurzeit jedenfalls noch nicht. Also bitte entschuldigen Sie das. Wir tun unser Bestes. Sollte Breitner nicht riskieren da vor dem eigenen Strafraum. Das war ein bisschen heikel, die Situation, aber es ist nochmal gut gegangen für ihn. Sein rechter Oberschenkel ist umwickelt, er wurde verletzt kurz vor der Pause. Das sah auch nicht sauber aus, war es auch wohl nicht. Naja, das war Stielicke, der da mit ziemlich weit hochgestrecktem Bein in den Gegner hineinstieß. Sehr gefährlich. Obwohl die Stielicke neigt ja dazu. Prohaska beim Freistoß. Verfolgt von Hintermeier und Hattenberger. Und meist ist er nur so zu bremsen. Lass das, Karl-Heinz Rummenigge, lass das. Das bringt gelbe Karten. Dem Linienrichter die Stirn auf diese Weise zu bieten, ist nicht sehr sinnvoll. Jetzt geht er immer noch hin. Meine gute Mannschaft, er entschuldigt sich. Sehr schön. Beifall kann man akzeptieren. Ja. Ich weiß nicht, ob er das getan hätte, wenn es den Freistoß umgekehrt gegeben hätte. Egal, er hat es gemacht und das wollen wir ihm anrechnen. Positiv. Der Ball ruhte nicht. Aber Herr Ponet lässt weitergehen, das Spiel. Jetzt wird er gefault. Achtung, Stielicke. Ja, gegen Prohaska. Und gibt er Elfmeter. Das ist die große Gefahr bei Uli Stielicke. Er ist immer ganz nah an einer so heiklen Situation. Aber Alexis Ponet aus Brüssel hat diesmal keinen Strafstoß gegeben. Uli Stielicke muss sich vorsehen. Dafür hat schon häufig in Spielen dieses Kalibers Elfmeter gegeben. Und das ist nicht Prohaska, sondern Schachner. Ich habe die beiden in der Aufregung verwechselt. Hier sehen wir die Szene nochmal, Stielicke. Na gut, er spielt den Ball, aber sein Bein bleibt doch da
Hans Schachners linken Fuß kleben. Er lässt sich natürlich ein bisschen theatralisch fallen, der Österreicher. Aber Uli Stielicke muss völlig aufpassen. Die Menschen hier im Stadion natürlich empört, wie Sie hören. Und jetzt zieht sich die deutsche Mannschaft den Zorn endgültig zu, wenn sie so spielt. Das sollte sie wirklich nicht machen. Es war ein wirklich gutes Spiel während der ersten Halbzeit, bis auf ein paar Minuten vor der Pause, als es auch hier diese Bilder gab. Und es kann eigentlich für Deutschland nur heißen, weiterspielen wie während der ersten 30, 35 Minuten. Da war sie hier die beherrschende Mannschaft. Magath, den hätte er spielen sollen auf Rummenigge, Breitner, Stielicke. Jetzt geht Dremler nach Hause. Gefällt mir nicht. Das hat die deutsche Mannschaft nicht nötig. Kann man pfeifen, Hintermeier. Herr Pornelis weiterspielen, weil Dremler im Vorteil blieb. Jetzt geht er wieder ganz heim. Schauen Sie sich das an. Und es ist sogar noch ein bisschen gefährlich. Also was soll denn dieses Spiel? Foul, böses Foul sogar an Magath. Achtung, das könnte jetzt langsam die gelbe Karte werden für Heribert Weber. Und das war in diesem Falle Dihar nicht, der sich da eine Verwarnung einhandelt. Oder besser gesagt eine Ermahnung. Jetzt ist das Spiel doch ziemlich auf die Spitze getrieben, was die Hektik angeht. 2:1 führt die deutsche Mannschaft, durchaus verdient. Das ist Dihar nicht, der junge Mann. Und jetzt ist Magath ziemlich harsch auf ihn draufgegangen. Also jetzt verliert das Spiel an Klasse und an Qualität. Schade drum. Hattenberger mit der 6, Prohaska daneben. Und Toni Schumacher in seinem 20. Länderspiel. Ach, guck mal, was sie machen. Guckt euch das an. Guckt euch dieses leichtsinnige Gespiele an. Kann ich nicht verstehen. Jetzt heißt es hier, gute Nerven bewahren.
fest sei. Jetzt die deutsche Mannschaft unter Druck dahin. Das hat sie sich selbst zuzuschreiben. Und Schumacher muss hin, gucken Sie sich das an. Höchste Alarmstufe hier. Durch diese unverständliche Spielweise in der deutschen Abwehr, Karl Scott mit Hut, sieht es gern, was sich hier jetzt zuträgt. Durch die unverständliche Spielweise die deutsche Mannschaft jetzt in allerhöchster Not. Bin mal gespannt, ob Jupp Derwall sich jetzt nicht langsam aufmacht an den Spielfeldrand, um da ein paar Anweisungen zu geben. Jawohl, da ist er schon. Platz in die Hände können Sie jetzt nicht sehen. Das kann er nicht gut halten. Die Österreicher stören jetzt ganz, ganz früh. Schon am 16-Meter-Raum stehen sie und warten auf die Attacke. Ball im Aus, jetzt geht gar nichts mehr. Völlig durcheinander die deutsche Mannschaft. Prohaska. Mirnek ist das. Da liegt der Ball. Im Tor aus. Aber ich glaube, Schiedsrichter Poney hat es vorher gepfiffen, weil er eine Abseitsstellung erkannt hat. Ja. Eine Stunde gespielt, 2:1 für Deutschland. Aber die deutsche Mannschaft unter Druck. Muss jetzt versuchen, sich zu befreien. Hintermeier. Jara. Schachner, der schon ein Tor geschossen hat. Riegel ist bei ihm. Überspielt. Auweia, auweia. 72.000 stehen hinter ihrer österreichischen Mannschaft. Jetzt gelingt natürlich einiges. Die Dribblings kommen, die Kurzpässe stimmen. Und kein Foulspiel etwa an Breiter. Nein, 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 nein. Jetzt erst pfeift der Poney. Aber ich weiß nicht, was er gesehen hat. Könnte abseits gewesen sein. Belgier muss aufpassen, dass ihm die Sache nicht überläuft hier. Dass der Topf nicht überkocht. Frankl jetzt eindeutig von hinten gestoßen gegen Breitner. Komm, ist in Ordnung, sagt er. Breitner hat ja Haftschalen, trägt Haftschalen. Vielleicht hat er gerade Schwierigkeiten. Derwall wird zurechtgewiesen, war zu nah am Spielfeldrand. Ich kann verstehen, dass es den Bundestrainer nicht auf seinem orangefarbenen Hocker da hält. Auch Foulspiel da drüben an Magath. Das konnten wir nicht sehen. Ich habe es aus dem Augenwinkel beobachtet. Ich glaube, es war Dihanich, der Verteidiger, Hans Dihanich, der Felix Magath umgestoßen hat und der notiert sich da was. Jetzt wird er wohl gleich die Karte ziehen, oder? Jawohl. Gelbe Karte gegen Dihanich. Da ist er, der Zweier. Also Herr Poney hat doch noch ein Auge für Dinge, die
ein bisschen fernab passieren. Das beruhigt. Tremler schießt, ist egal. Das war Dremler, aber Herr Poney hat es anders ausgelegt. Von Klaus Fischer habe ich eigentlich noch gar nicht gesprochen während der zweiten Halbzeit. Man sieht ihn so gut wie gar nicht mehr. Er ist voll auf damit beschäftigt, einen seiner Abwehrspieler, entweder Hattenberger oder Dihan nicht, der immer wieder mit vorstößt, in Schach zu halten. Das ist Weber, hier Hattenberger, Hintermeier, jetzt versuchen sie an der Seitenauslinie klein klein zu spielen, ist das denn zu glauben? Von Petzai, zu hoch, gefährliches Spiel. Es ist ein bisschen Gift drin jetzt in den Aktionen, ein bisschen Bösartigkeit. Eigentlich schade drum. Breiten hat Briegel noch hineindirigiert ins Sturmzentrum. Kam auch ran an den Kopfball, aber der Lautere ist wirklich sehr stark plädiert. An allen Ecken und Enden tut es ihm weh, man sieht es ihm förmlich an. Aber Jupp Derwall kann es kaum wagen, ihn auszuwechseln. Er hat den gefährlichsten Mann, nämlich Schachner, und tut auch noch einiges für das Offensivspiel. Rummenigge beim Eckball. Mit dem Mute der Verzweiflung. Rummenigge, nochmal Briegel, Magath stand im Abseits. Alles klar. Prohaska. Auf Tschechisch der Spaziergang. Ein Spaziergang ist es zweifellos nicht für Prohaska, aber er macht ein ordentliches Spiel, das muss man ihm bescheinigen. Der Mann, der jetzt bei Inter Mailand die Fäden zieht. Ob er da wieder rauskommt, Magath, Breitner. Jara hat den Ball erwischt. Schachner hält sich jetzt immer häufiger am linken Flügel auf. Hat es dort mit Kalt zu tun jetzt. Riegel geht dann und wann mit hinüber. Bleibt immer noch ein Bein stehen, ein kleines bisschen Rempelei ist immer drin, wenn Rummenigge anstürmt. Litvarski. Allmählich befreit sich die deutsche Mannschaft ein wenig. Stielicke. Litvarski. Wird er allein probieren? Oh ja, muss man nicht tun. Was soll denn das? Ist an sich nicht Prohaskas Art. Der Schuss von Litvarski. Er traut sich alles zu, das finde ich prima.
zu knapp da an der Außenlinie. Da fehlt 10 Zentimeter für Rubinik. Immer noch im Ballbesitz. Kalt. Ja, Eckball für die deutsche Mannschaft. Fischer hat Prohaska angeschossen. Sah ein bisschen unglücklich aus, aber war es wohl nicht. Die Zeit rennt den Österreichern davor, die ja unter allen Umständen wenigstens einen Punkt holen wollten heute, um etwas beruhigter nach Bulgarien fahren zu können. Aber sie liegen noch mit 1-2 zurück. Ja, so schnell konnte Littbarski nicht wieder in der Ecke sein. Breitner hatte gut gemeint. Als Spielerwechsel bahnt sich an. Es kommt Hackmeier mit der 15. Und ich bin mal gespannt, wen Karl Stott herausnimmt. Setzt sich zum ersten Mal durch, der Mittelstürmer. Und der Spielerwechsel wird vollzogen mit der 15, also Hackmeier für die Nummer 10. Das ist Hintermeier. Aber erst lässt der Schiedsrichter den Eckball noch ausführen. Drüben wartet, ich glaube, Jara ist es. Ob es nicht doch vorher noch passieren kann. Nein, nein, nein. Also rein damit. Die Hand nicht. Bleibt am Ball. Magath. Und Fischer. Ganz allein auf weiter Flur. Oh, da hält ihn fest hier. Der Weber mit der 3 hält ihn am Trikot fest. Und jetzt gibt es den Wechsel. Max Hackmeier spielt für Vöst Linz, ist 26 Jahre alt und macht sein drittes Länderspiel in diesem Moment. Stadion. Spielstand knapp 20 Minuten vor Schluss, immer noch 2-1 für die deutsche Mannschaft, die sich ein wenig von dem Druck befreit hat. Die Stimmung ist gereizt. Man sieht es an Kleinigkeiten. Schiedsrichter hat abgepfiffen. Eckball wird wiederholt.
Herr Poney unterhält sich mit Harald Schumacher. Was er ihm gesagt hat, konnten wir natürlich bis hierher nicht hören. Wiederholung, Eckball, Jara. Da war zum ersten Mal Hackmeier am Ball. Da vorne sehen Sie ihn, einen Meter vor dem Tor bei Dremmler. Mit Händen und Füßen wird er gearbeitet, auf beiden Seiten. War auch nicht sauber von Breitner. Schumacher per Fußabwehr. Hier wird heute aber auch alles geboten. Ein akrobatischer Versuch hier ein Tor zu schießen. Dabei hat er sich ein bisschen verletzt. Sah gut aus. Ball ging aber 2-3 Meter übers Tor. Die deutsche Mannschaft spielt auf Zeit, noch eine Viertelstunde. Immer noch 2-1. Bleibt Sieger gegen Magath. Rummenigge läuft in Stellung. Bleibt am Ball. Das sieht ja herrlich aus. Breitner. Wer ist da? Das war Mirnik, der zur Ecke klärt. Für Deutschland. Ist das ein Einstand für diesen Jungen? Und damit dürfte es wohl passiert sein. 3-1 für die deutsche Mannschaft durch Pierre Littbarski. Also das ist sicher schon ein dickes Ding. Paul Breitner kommt herüber zu Jupp Derwall. Wiederholung, Eckball Kalt, dann Kopfball Briegel. Da ist schon Littbarski zum ersten Mal am Ball. Setzt sich durch, schießt Concilia an, kommt nochmal in Ballbesitz, Concilia nicht schnell genug hoch und ins lange Eck. 78. Minute, 3-1 für Deutschland durch Pierre Littbarski. Wird das eine Freude sein in Köln? Und ich nehme an, bei Ihnen daheim auch. Damit hatte ich nicht mehr gerechnet, nachdem die deutsche Mannschaft so in der Zwickmühle saß.
gelbe Karte, habe ich das richtig gesehen, für Paul Breitner. Ja, der sich da allzu stürmisch einsetzte gegen Hackmeier. Und Freistoß für die Österreicher. Krankl und Prohaska. Bringt erstmal wieder Luft. Also der kleine Litwarski, 1,68 groß, hat das Vertrauen, das Jupp Derwall ihm gesetzt hat, voll gerechtfertigt. Hat in der ersten Halbzeit prima mitgespielt und jetzt sein zweites Tor geschossen. Das gibt Hoffnung für die Zukunft. Unbändiger Kraft und jetzt haben sie ihn wieder erwischt. Also er tut mir richtig leid. Hier nicht ein knochenharter Bengel, der schon die gelbe Karte gesehen hat. Macht erst sein fünftes Länderspiel und geht gleich voll zur Sache. Fängt das nicht jetzt wieder an in der deutschen Mannschaft mit dem Rückwärtsspiel. Das können wir bei Gott nicht. Breitner, wunderschön freigespielt von Rummenigge. Und da liegt der Ball für Fischer. Und er kommt nicht ran. Ach, war das ein köstlicher Pass. Vielleicht sehen wir das nochmal in der Zeitlupe. Petzai, Retter in der Not. Intelligent gemacht von Rummenigge. Breitner lief, Rummenigge zögerte. Jetzt gibt es aber erstmal Eckball. Ich nehme an, dass die österreichischen Kollegen es nicht riskieren wollen, den zu verpassen. Neue Ecke. Breitner. Noch 8 Minuten. Spielstand 3:1. Klare Sache für die deutsche Mannschaft. Und ich hätte es Klaus Fischer gegönnt, wenn er hier etwas besser getroffen hätte. Vielleicht wäre daraus das 4:1 geworden. Aber wir wollen nicht unbescheiden sein. Das ist ja schon ganz stattlich. Damit hatte die deutsche Mannschaft so ohne weiteres nicht gerechnet. Sie wollte zwar gewinnen, Jupp Derwall hat das auch immer wieder betont. Aber man hat ja gesehen, eine ganze Zeit lang während der zweiten Halbzeit, die Österreicher waren durchaus ebenbürtig.
Meter. Auf Breitner und Litbarski verstehen sich sehr gut. Karl Stott sicher enttäuscht. Jetzt muss er alle Kraft in das Qualifikationsspiel in Bulgarien legen. Das wird schwer genug. Die Österreicher hoffen ja auf die deutsche Mannschaft, die auch noch gegen die Bulgaren spielen muss. Und zwar am, ich glaube am 24. oder 24. November in Düsseldorf oder am 22. Am 18. geht es in Dortmund gegen Albanien und am 22., also vier Tage später, gegen die Bulgaren. Schaut auf die Uhr, ist doch jetzt ziemlich gelöst. Noch 5 Minuten sind zu spielen. Es zeigt 6. Wir haben 5. Wir müssen mal die Uhren abstimmen. Gleich viel, 3:1. Damit kann man schon mal etwas beruhigter da sitzen. Minuten vorher haben die Österreicher in solchen Situationen energisch nachgesetzt, aber sie resignieren. Wenn die deutsche Mannschaft jetzt hier Harald Schumacher mehr ins Spiel bringt, wieder als die eigenen Stürmer. 3:1, das ist zu deutlich, da ist nicht mehr viel zu holen, das ist ihnen klar. Setzt nochmal alles drauf, gefault, aber nicht gepfiffen. Hattenberger war das, der ihn da geangelt hat. Und abseits, ja. Schön aus alles. Bringt im Moment nicht viel Gewinn, aber gefährlich nochmal kalt dort drüben von der 16 Meter Raumspitze. Aber die deutsche Mannschaft hat ihre Sicherheit wieder gewonnen, das ist klar. Was Wunder bei diesem Spielstand. Aber sie sollte sich das wirklich abgewöhnen. Das, was sie eine halbe Stunde lang getrieben hat nach der Pause, das war nicht besonders erquicklich und das bringt zu viel Gefahr. Gefährlicher Ball, gefährlicher Schuss, der Rasen ist glatt. Harald Schumacher konnte diesen 16 Meter Flachschuss nicht festhalten. Und wieder hat es Briegel erwischt. Ich nehme an, dass sein Trainer Karl-Heinz Feldkamp
ständig die Hände vor die Augen schlägt, wenn er das sieht. Denn einen so wichtigen Mann für die nächsten schweren Spiele zu entbehren, das ist sicherlich nicht die reine Freude. So, die letzten 60 Sekunden laufen. ...2:1 für die deutsche Mannschaft, die dieses Ergebnis aufgrund der reiferen Leistung sicherlich verdient hat. Wenn man Kritik üben soll an der Gesamtleistung, so darf man vielleicht sagen, dass sie also, wie gesagt, da eine halbe Stunde lang ziemlich Unsinniges gespielt hat. Schiedsrichter Poney pfeift ab. Das Weltmeisterschaftsqualifikationsrückspiel Deutschland-Österreich ist entschieden mit 3:1 für die deutsche Mannschaft. 1:0 durch Schachter, dann 1:1 Litbarski, 2:1 Magath und 3:1 wieder Litbarski, der hier einen tollen Einstand hatte im Wiener Praterstadion. Er kam ja damals zum ersten FC Köln von Hertha Zehlendorf für nur 50.000 Mark, wechselte er den Club und er hat sich heute also ganz nachhaltig hier ins Gespräch gebracht. Die deutsche Mannschaft insgesamt gesehen, glaube ich, mit einer guten Leistung, man kann da niemanden besonders herausstreichen. In der Abwehr, Steigerung bei Stielicke, Sicherheit durch Karl-Heinz Förster, Briegel trotz starker Schmerzen und all dem, was ihm körperlich Probleme macht in letzter Zeit, doch mit guter Leistung gegen einen sehr starken Walter Schachner, den Österreicher. Also insgesamt gesehen von Schumacher, man kann sagen, bis zu Rummenigge und Litbarski und Fischer im Sturm eine durchaus ansprechende Leistung. Die Österreicher sicher sehr enttäuscht. Sie hatten sich mit sicherlich einen Punkt ausgerechnet, ein Unentschieden, um gelassener in das nächste Spiel gehen zu können. Die deutsche Mannschaft kann sich jetzt in aller Ruhe auf die Spiele gegen Albanien am 18.11. und vier Tage später in Düsseldorf gegen Bulgarien einrichten. Und ich bin ganz sicher, dass Jupp Derwall eine Mannschaft gefunden hat heute, die im Wesentlichen auch das sein wird, was wir zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Spanien schicken werden. Der Abspann läuft hier, unsere österreichischen Kollegen. Ich gebe zurück an Oskar Waag in die Sendezentrale und bedanke mich für Ihr Interesse. Guten Abend. Dortmunder Westfalenstadion. Meine Damen und Herren, das Abspielen der Nationalhymnen erfolgt gleich durch das Polizeimusikchor der Schutzpolizei Dortmund unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Kiesling. Sie sehen die deutsche Mannschaft noch in weißer Trainingsjacke, die Gäste aus Albanien in schwarzer Hose und dunkelrotem Trikot, sind schätzungsweise 40.000 Zuschauer hier im Stadion. Es ist ein mildes Novemberwetter, 10 bis 12 Grad schätze ich. Der Boden in bester Verfassung, es hat sogar ein Vorspiel gegeben. Der Schiedsrichter, den Sie gerade sehen, heißt Bjørnes Dad und kommt aus Norwegen.